In den 30er Jahren drehte der Regisseur Arthur Maria Rabenalt publikumswirksame Musikfilme, Lustspiele, Abenteuerfilme, Liebeskomödien und vermeintlich unpolitische Filme über das Artistenmilieu. Reitet für Deutschland von 1941 zeigte aber eine deutliche Nähe zur NS-Ideologie und zum Antisemitismus. Trotzdem beteuerte Rabenalt später, ein unpolitischer Regisseur gewesen zu sein. Die Filmwissenschaftlerin Stefanie Frank hat nun eine Studie vorgelegt, in der sie das bislang filmtheoretisch vernachlässigte Werk Rabenalts im Spannungsfeld von Propaganda und Unterhaltung einer sorgfältigen Prüfung unterzogen hat. Es gibt eine Reihe von Vorbehaltsfilmen bei Rabenalt, unter anderem Fronttheater, die auch bis heute verboten sind. In den 50er Jahren kehren eigentlich die meisten großen Regisseure nach Westdeutschland zurück und fangen an zu produzieren. In der Zeit gibt es eine sehr wohlwollende Filmkritik, die sich darauf spezialisiert, bestimmte Negativfolien zu entwerfen, etwa Leni Riefenstahl oder Veit Harlan. Also an klaren Propagandafilmen festzumachen, was schiefgelaufen ist im Film im Dritten Reich. Alle anderen Filme fallen unter Unterhaltung zunächst und werden insofern wohlwollend betrachtet. Das bricht auf. Und zwar mit den 68ern eigentlich das erste Mal. An der Stelle wird explizit nach Propaganda in Unterhaltungsfilmen gesucht. Die Filme werden gesichtet eben nach Gesellschaftsbildern, nach antisemitischen Szenen in den Filmen. Und was dadurch natürlich entsteht, ist einerseits weiterhin diese Trennung aufrechtzuerhalten und andererseits aber ein klarer Suchfokus auf Filme, was ja einem ganzen Film am Ende nicht mehr gerecht werden kann. Also wenn sich ein Blick verengt, auch von filmhistorischer Forschung, auf wie auch immer definierte Propaganda, wird Film ja nicht mehr als, ich sag jetzt mal, groß Gesamtkunstwerk betrachtet. Um den Film gab es massive Diskussionen. Da gab es eine Reihe von Befürwortern, den wieder freizugeben unter Schnittauflagen, und es gab eine Reihe von Gegnern. 1952 ist er tatsächlich wieder freigegeben worden mit Ausschluss der antisemitischen Szenen. Und an diesem Film entzündete sich dann, vor allem ab Ende der 60er Jahre, eine massive Diskussion um Propaganda im Unterhaltungsfilm. Filmhistorisch ist sehr wenig aufgearbeitet worden, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass ein Großteil der Filme im Archiv eben liegt und nicht weiter verwertet wurde, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir eine breite Publikumsrezeption bis in die 80er Jahre eben im Fernsehen dieser Filme. Tatsächlich ist Reitet für Deutschland der einzige Film, den man heute und wahrscheinlich auch noch in 20 oder 30 Jahren von Rabenalt aus dieser Zeit bis 45 sehen wird. Und obgleich das Gesamtfilmschaffen aus der Zeit über 20 Filme umfasst, die aber auch tatsächlich avantgardistische Momente. Deswegen ist Arthur Maria Rabenalt meines Erachtens eigentlich exemplarisch für den Umgang mit Filmen oder mit deutschem Filmerbe, weil Unterhaltungsfilme einerseits, wenn wir jetzt mal diese Trennung nicht vornehmen wollen, affirmativ sein müssen, um rezipiert zu werden. Andererseits aber, und das arbeitet auch meine Arbeit heraus, durchaus avantgardistische Momente haben können, die nicht zu ignorieren sind. Halt! Geht nicht! Das sehen Sie doch, dass ich in diesem Kleid nicht tanzen kann. Liebste Jeanette, ich verstehe nicht, was Sie wollen. Es ging doch alles ganz ausgezeichnet. So helfen Sie mir doch, unsere Diva zu überzeugen, dass sie alles genauso gebracht hat, wie Sie es sich in Ihren Wunschträumen ausgemalt haben. Wenn ich mir als Autor ein aufrichtiges Wort erlauben darf, Herr Regisseur, so muss ich Ihnen sagen, dass von all meinen Wunschträumen nichts, aber nicht so viel in Erfüllung gegangen ist. Ich bin entzückt, meint er natürlich. Entzückt, was habe ich Ihnen gesagt, Janet? Er ist entzückt. Also darf ich bitten, meine Herrschaften, gehen wir weiter. Ich wollte sagen, dass es bei Rabenalt natürlich auch in der Bewertung einen massiven Konflikt dazwischen gibt, dass er einerseits sehr wortgewaltig eben verteidigt seine Filme oder vor allem eben auch Reitet für Deutschland, aber auch andere Filme.
andererseits diese Strategie, diese Filme einfach nicht mehr zu besprechen, auch nicht aufgeht, weil es Filmgeschichte am Ende auf eine kleine Anzahl von Filmen verkürzt und man wird dem Regisseur nicht mehr gerecht und muss sich an der Stelle auch gar nicht mehr den Widersprüchen stellen. Und das sagt natürlich viel über auch einen Umgang mit Filmerbe insgesamt aus.